Der Film will unterhalten in erster Linie und ich glaube, dass sich das Publikum gerne zurücklehnt und irgendwie unterhalten wird mit so einer kleinen Dosis an Moral. Meine Herren, es freut mich, dass Sie so zahlreich zu unserer Geheimbesprechung erschienen sind. Ich habe ein paar historische Filme gemacht, die so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind. Und natürlich wäre ich auch, deswegen komme ich dann vielleicht auch eher in Frage für so eine Rolle. Ich habe es gemacht, weil ich die Szene lustig fand und weil ich das Buch witzig fand und weil ich Lust hatte, mal so eine Nebenrolle, so einen kleinen Gastauftritt zu machen. Lassen Sie mich Ihnen einen alternativen Plan vorschlagen, der eventuell etwas sicherer ist. Wir sind ganz Ohr, Herr Oberst. Ich nenne es Operation Valkyrie. Er ist ein sehr, sehr ernsthafter Ton. Der Gag ist irgendwie, glaube ich, so, dass man das alles so wahnsinnig ernsthaft und genau und scheinbar richtig erzählt wie möglich. Nur mit einem kleinen Twist. Irgendwas stimmt immer nicht mit den Szenen. Irgendwas ist merkwürdig. Und das ist so ein bisschen der Gag an der Geschichte. Der Plan ist folgender. Ich selbst schmuggle eine in einem Aktenkoffer versteckte Bombe in die nächste Lagebesprechung in der Wolfschanze. Aber Stauffenberg, hieße das nicht, dass Sie sich selbst dafür opfern müssen? Jein. Wenn man es jetzt mal so ganz runterbricht, ja, klar, er ist dieser, kommt aus, ist adlig, ist von Stauffenberg und hat schon relativ schnell die militärische Laufbahn eingeschlagen, hat sich da mit einem atemberaubenden Tempo hochgearbeitet, hat es bis, glaube ich, bis zum Oberst geschafft. War auch schon das, was man anfangs so einen glühenden Nationalsozialist nannte und glaube ich auch ganz angetan von dieser Idee der Herrenrasse und so und konnte damit gut leben und war beim Polenfeldzug schon dabei, dann in Afrika wurde er verwundet. Ich glaube, das hat, glaube ich, ein bisschen was in seinem Kopf geändert. Da kamen erste Zweifel und auch was militärisch vor allem das Militärische hat ihn, glaube ich, total zweifeln lassen. Und ja, so kam Stück für Stück, dass er sich entschlossen hat, dagegen etwas zu unternehmen. Und hier setzen wir uns ein bisschen auf dieses, naja, dass er sich so ein bisschen geil findet. Ne? Und dass er so, der Gag ist ja so ein bisschen bei der Geschichte, die dachten alle, es ist so irrsinnig ausgefuchst und so. Und so ein genialer Plan. Und so genial war er aber dann doch nicht. Also und damit spielen wir so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen selbstgefällig, dass er sich so ein bisschen geil findet und so auch so ein bisschen crazy ist in dem irgendwie als Herrenmensch, der irgendwie weiß, wie man es jetzt machen muss. Seine Entscheidungen werden in den kommenden Wochen und Monaten immer irrationaler und absurder werden, bis er sämtliche Armeen und Ressourcen verheizt und sich militärisch in eine völlig ausweglose Situation manövriert hat. Ich glaube, das Casting ist schon sehr, sehr genau und griffig, weil ich glaube, dass jeder so mit seinem eigenen Image auch spielt. Also ich habe halt oft schon Filme über das Dritte Reich gemacht und habe oft schon Uniformen getragen und war dort immer so der schön geistige Nazi. Ja? Also es hat ja auch ein bisschen was mit Stauffenberg zu tun und dass man so mit seinem eigenen Image so ein bisschen spielt. Deswegen fühle ich mich völlig richtig besetzt. Hitler wird schließlich kapitulieren und sich anschließend vor Scham im Führerbunker als letzte Option selbst das Leben nehmen. Ich würde mich freuen, wenn das Publikum sich exzellent unterhalten fühlt, weil das ist ja eigentlich immer die Hauptwährung im Kino. Ich zahle Geld dafür und möchte irgendwie unterhalten werden und mich nicht gelangweilt haben. Und ich glaube, das schafft der Film, weil es exzellent geschrieben. Ich finde es wahnsinnig komisch, was ich gelesen habe. Das sind exzellente SchauspielerInnen am Start und ja, ich mache mir da keine Sorgen. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt im Kino.